Ich darf Sie nun recht herzlich zur ersten Nachmittagseinheit begrüßen. Mein Name ist Astrid Winkler, ich arbeite für ECFOG Österreich. ECFOG ist ein internationales Netzwerk, Kinderrechts-, Kinderschutznetzwerk, und unser Schwerpunkt ist sexuelle Ausbeutung von Kindern, Kinderprostitution, Kinderhandel, Kinderpornografie und mit einem sozusagen zur Kinderprostitution angelehnt, der Spezialbereich Kindersextourismus. Das ist auch der Grund, warum wir gemeinsam mit den Naturfreunden Internationale nun schon zum dritten Mal Mitveranstalter der CSR-Frage sind und auch immer wieder sozusagen unsere Schwerpunktthemen mit einbringen. Ein Schwerpunktthema hat auch zu tun mit dem Titel dieser Einheit, wo es um Beschwerdemechanismen, Meldemechanismen im Bereich Umsetzung von menschenrechtlichen Standards für die Tourismuswirtschaft geht. Nämlich auch mein Kollege Theo Mothen aus den Niederlanden, wir sind Teil eines europäischen Projektes, das heißt Don't Look Away, und es geht darum, Meldeverfahren, Meldestellen einzurichten, beziehungsweise auch eine europäische Meldeplattform, speziell jetzt für sexuelle Ausbeutung von Kindern, beziehungsweise Kindersextourismus. Wir werden in weiterer Folge auch Erfahrungen, vor allem aus Niederlande und aus Österreich, zu schon bestehenden Meldeprozeduren dazu hören. Ich denke, dieser Bogen des heutigen Tages, also der unter dem Schwerpunkt Menschenrechte und deren Umsetzung und die Herausforderung speziell für die Tourismuswirtschaft haben wir einen sehr schönen dreigeteilten Bogen. Also wir hatten am Vormittag den allgemeinen Aufriss zu der Thematik, auch mit dem Schwerpunkt, was macht der Roundtable Menschenrechte im Tourismus. Wir haben jetzt eine spezielle Einheit, wo wir uns, wenn Sie sich vielleicht noch erinnern an die drei Säulen, wir schauen uns jetzt oder wir beschäftigen uns speziell mit der dritten Säule, also mit der Abhilfe oder mit Mechanismen, die Unternehmen, aber natürlich auch staatliche Stellen einrichten sollten oder können, wo Betroffene von Menschenrechtsverletzungen, aber auch Zeugen und Zeuginnen, Beobachterinnen, Meldung erstatten können. Und in der nächsten Einheit geht es dann noch einmal ein Stück spezifischer thematisch rein in einen Bereich, der Ihnen sicher jetzt auch aus der Medienberichterstattung der letzten Monate und natürlich jetzt mit zunehmender Intensität bekannt ist, nämlich Einhaltung von menschenrechtlichen Standards bzw. Verletzungen von Menschenrechten im Zusammenhang mit großen Sportveranstaltungen, konkret Fußball-WM Brasilien und auch in weiterer Folge die nächste dann in Katar. Also ich möchte jetzt nicht noch einmal, also die meisten von Ihnen waren auch am Vormittag schon da, denke ich, in der anderen Veranstaltung. Nur vielleicht ganz kurz noch für die, die jetzt nicht am Vormittag da waren. 2011 hat der UN-Menschenrechtsrat Leitprinzipien für die Wirtschaft verabschiedet, die bekannt sind oder bekannt geworden sind als sogenannte Ruggie Guidelines. Diese Leitprinzipien sollen dazu dienen, dass Staaten natürlich und Unternehmen dafür Sorge tragen, dass im Rahmen des unternehmerischen Handelns Menschenrechtsverletzungen weitgehend ausgeschlossen werden. Das wäre die Idealperspektive, beziehungsweise Prävention betrieben wird und drittens, wenn es dazu kommt, dass die Betroffenen Möglichkeit haben, sich an eine Stelle zu wenden, das zu melden und auch eine Entschädigung letztendlich natürlich dann ihnen zugestanden wird. Die drei wesentlichen Säulen sind eben einerseits die staatliche Schutzpflicht, denn eigentlich, also zuständig oder direkt unmittelbar zuständig für die Einhaltung der Menschenrechte sind per internationalen Gesetz Völkerrechtssubjekte, das sind eigentlich Staaten, ja, die haben sozusagen die Hauptverantwortung. Aber natürlich die zweite Säule, das ist die unternehmerische Achtungspflicht, also auch die Unternehmen sind als Teile von eines Staates oder eines staatlichen Gebietes natürlich
genauso verantwortlich. Im Idealfall muss das zusammenspielen. Dazu werden wir auch noch dann in weiterer Folge in der Diskussion hören, wie das ausschauen könnte, auch dieses Zusammenspiel zwischen Unternehmen und Staaten im Sinne von Beschwerdemechanismen. Ja, und die dritte Säule ist eben genau die Abhilfe. Also wenn schon eine Verletzung passiert ist, dann braucht es eine Prozedur, dass die Betroffenen so rasch wie möglich auch zu ihrem Recht kommen und entschädigt werden können. Ich möchte jetzt die Experten, Expertinnenrunde kurz vorstellen. Ich beginne gleich hier zu meiner Linken von mir aus gesehen. Roland Binder ist Hauptsachbearbeiter für Sexualdelikte im österreichischen Bundeskriminalamt und hat zu tun mit der Meldestelle des Bundeskriminalamtes für Kinderpornografie und seit 2010 auch für Kindersextourismus. Theo Noten, ein Kollege aus Niederlande, koordiniert die Aktivitäten von ECPAT Niederlande, ist unter anderem auch Vorstandsmitglied des Internationalen Kinderschutzkodex, ein Instrument, entwickelt ursprünglich von ECPAT vor langer Zeit, aber inzwischen eine eigene Non-Profit-Organisation, getragen im Wesentlichen von der Tourismuswirtschaft. Hallo. Und Theo Noten ist auch Vorstandsmitglied in der holländischen NGO-Hotline gegen Kinderpornografie und Kindersextourismus. Antje Monshausen leitet Tourism Watch in Deutschland. Das ist eine Arbeitsstelle angesiedelt bei Brot für die Welt, die sich speziell mit nachhaltigem, verantwortungsvollem Tourismus, Menschenrechten im Tourismus beschäftigt. Last but not least, Sibylle Baumgartner, Project Manager bei KONI International, Project Manager für Corporate Responsibility zuständig und dort speziell Sustainable Supply Chain und Menschenrechte. Ja. Herzlich willkommen, vielen Dank, dass ihr hier seid. Ich möchte jetzt mit einer kurzen Frage beginnen, einfach wo ich gerne an eure persönlichen Erfahrungen anknüpfen würde. Habt ihr schon Menschenrechtsverletzungen ganz konkret persönlich erlebt im touristischen Kontext, sei es jetzt im Rahmen eurer beruflichen Aktivität, beziehungsweise auch ganz normal als individuell Reisende? Wenn ja, was war das? Also relativ kurz bitte erzählen. Ja, was Tourist, sagen wir eher weniger. Ich glaube, wenn man als Tourist irgendwo hinkommt, dass da die Mitarbeiter mit immer freundlich und hilfsbereit sind. Als Polizist ist man halt ein bisschen berufsblind auch, sage ich mal. Man erkennt dann, ich war einmal in Thailand, man erkennt dann, wenn man sagt, jetzt ist ein älterer Herr oder ein älterer Mann und kommt mit einem kleinen Kind am Strand daher und der ist halt Thailänder, denkt man sich schon ein bisschen, das könnte ein bisschen komisch sein. Mhm. Was aber auch nichts heißen muss, ist natürlich klar, aber sonst ja, etwaige Erfahrungen. Und was hat haben Sie konkret in so einer Situation irgendetwas unternommen schon einmal oder gab es die Möglichkeit, etwas zu unternehmen? Das ist ja immer die Frage, was kann man dann konkret tun auch? In unserem Fall ist es halt so, wenn man solche Entdeckungen oder etwas sieht, dass wir halt eben im südostasiatischen Raum einen Verbindungsbeamten haben. Mhm. Und wenn wir dann so etwas sehen, dann kontaktieren wir den und dann probieren wir halt, etwas zu machen, aber zum Beispiel thailändische Behörden oder Kambodscha oder wo auch immer diese Länder sind, ist jetzt sehr schwierig, irgendwelche Informationen oder überhaupt mit denen zusammenarbeiten zu können. Vielleicht ganz kurz für alle, ein Verbindungsbeamter ist ein Polizist, der vom Innenministerium quasi entsandt wird in ein bestimmtes Land, genau. Dort angesiedelt bei der österreichischen Botschaft. Und als Verbindungsmitglied zur Polizei hat. Zur dortigen Polizei, aber natürlich auch zu den österreichischen Behörden. Ja. Und ich denke, er ist für beides, also sein Spektrum ist relativ breit. Einerseits geht es um Schutz oder Unterstützung von Österreichern, die im Land Opfer von
kriminellen Handlungen geworden sind, aber natürlich auch das Umgekehrte, ein Auge auf sozusagen eigene Staatsbürger zu werfen, wenn Fälle bekannt werden, dass die sich etwas haben zu Schulden kommen lassen, zum Beispiel eben in der sexuellen Das ist eben der erste im asiatischen Raum, den wir haben, und ja, ist halt in diesen Ländern, wie gesagt, sehr schwierig, weil da sehr oft noch Korruption auch sehr groß geschrieben wird. Werden wir vielleicht noch auf einen konkreten Fall, also konkret jetzt, aber einen Fall, der anhängig ist, noch zu sprechen kommen, als sowohl schlechtes wie auch als gutes Beispiel, weil das hat sich dann ja zum Guten gewendet. Ich spreche den Österreicher an, der... Den Wiener. Ja, den Wiener, genau. Theo. Genau, nur kurz noch, Theo wird, versteht perfekt Deutsch, spricht in Englisch. Ich gehe davon aus, dass das für die Anwesenden kein Problem ist. Ja, yeah, my German is not good enough to do a presentation on this issue. I've been coordinator for the hotline as well, and in this position I have seen also pornographic, child pornographic images. Also linked to tourism, so with a white guy like having sex with a young Asian boy or girl. And there you can see that it's really a crime that we need to address very strong. So, because it's, we talk about abuse where pictures are taken now. And on my travels, because I've been in places as well, I've never, because what is what you see also, is that something criminal or not? I think that to see if really a crime is happening, that is also for tourists, I think, and for tourism professionals, a hard thing. Well, there's, I've seen situations where I thought, there is something, might be something wrong here, but should I interfere or not? That's, I think that's a basic question. Should I follow my gut feeling, or should I not? But to be honest, I've never seen a situation where I thought I should really do something now, so I cannot say. In Verbindung damit ist es natürlich, also wenn man jetzt die Information hat, dass es eine bestimmte Stelle gibt, wo ich etwas hin, also einen Bericht machen kann oder melden kann, dann ist es natürlich einfacher, ja, als direkt selbst persönlich in einem fremden Land, wo man auch vielleicht die Gegebenheiten nicht so kennt, konkret zu intervenieren. Deswegen finden wir eben Meldestellen, aber ja, einfach ein ganz wichtiges Instrumentarium, da kommen wir dann immer zurück. Antje, hast du konkret Menschenrechtsverletzungen schon persönlich beobachtet, damit zu tun gehabt? Also ich denke, vieles, was jeder von uns, auch ich im Tourismus schon beobachtet hat, ist vielen von uns einfach auch nicht als Menschenrechtsverletzung bewusst. Wenn ich feststelle, dass die Person, die mir es morgens an der Rezeption einen guten Tag sagt, am Abend immer noch da ist und am nächsten Tag wieder da und am Tag drauf auch, dann ist das eine Verletzung von Kernarbeitsnormen, eine deutliche Überarbeitung, die dort stattfindet, und es handelt sich um eine Menschenrechtsverletzung in dem Kontext. Ich denke, dort hat man auch eine Möglichkeit, auch den Reiseveranstalter beispielsweise aufmerksam zu machen. Was aber im Tourismus halt auch stattfindet, sind diese Menschenrechtsverletzungen, die nicht sichtbar sind, die ich vielleicht auch gar nicht nachvollziehen kann. Und das sind Dinge, die wir probieren, auch mit unserem Tourism Watch Infodienst aufzubereiten. Beispielsweise jetzt ganz aktuell ein Artikel, was hat eigentlich das Tigerschutzgesetz in Indien mit Landrechten der lokalen Bevölkerung zu tun? Also all das sind Menschenrechtsverletzungen, die sicherlich niemand von uns direkt am eigenen Leib spüren wird, die aber sehr wichtig sind, trotzdem zu analysieren und zu schauen, wer dort Verantwortung trägt und wie den Menschen geholfen werden kann, für ihre Rechte auch tatsächlich Kompensation zu bekommen und Verfahren zu haben, ihre eigenen Rechte eben auch durchzuklagen und einzufordern. Sibylle? Also aus Köln haben wir einen ganz konkreten Fall gehabt vor 2009. Da wurde ein Schweizer Fernsehsender hat eine Reportage gemacht über Pattaya. Also da wurde Kony konkret in diesem Bericht angeklagt, zusammen mit Hotelplan, dass wir mit Hotels zusammenarbeiten, Kindersextourismus in ihrem Hotel tolerieren. Also das war ganz eine 15-minütige Sendung, die war sehr schockierend, also für alle sehr schockierend. Und ich denke, es hat auch sehr viel ausgelöst bei uns internen Unternehmen. Also es hat uns auch erlaubt, Themen anzusprechen, die vielleicht schwerer waren, früher diese anzusprechen. Wir hatten bereits den
Code unterschrieben, also wir hatten bereits das Commitment, aber es ist ja trotzdem passiert. Und ich denke, das war so ein Beispiel, wo man eben sieht, dass man kann nicht alles, man muss dranbleiben. Das ist das eine, so beruflich, privat möchte ich eben auch betonen, ich denke, Menschenrechte ist viel mehr als das, was wir spontan denken. Also es ist, wenn ich privat reise, sehe ich sehr viel, wo ich mir Fragen stelle und nicht weiß, ist das jetzt korrekt, ist es nicht. Und ich denke, oft haben wir zu wenig Wissen, um überhaupt das beurteilen zu können. Ist das im Interesse der Leute? Und da müssen wir mit den Leuten eben sprechen, um das auch herauszufinden. Was ist eigentlich, was ist die Situation dahinter? Warum sieht es so aus, wie sieht es aus? Weil du den Code angesprochen hast, es handelt sich um den Kinderschutzkodex der Tourismusindustrie gegen sexuelle Ausbeutung von Kindern, der von sehr vielen großen Reiseveranstaltern, auch kleinen Hotels, nicht nur Reiseveranstalter, auch Reisebüros, Verbände unterzeichnet wurde. Krone International ist eines dieser Unternehmer. Die Reiseunternehmen, es ist ein freiwilliges Instrument und die Reiseunternehmen verpflichten sich, 6 Kriterien umzusetzen. Also das ist quasi schon ein Teilbereich, wo, also wenn Unternehmen diesen Kinderschutzkodex unterzeichnet haben und ihn ernsthaft umsetzen, wäre das schon ein Teilbereich zur konkreten Umsetzung von menschenrechtlicher Sorgfaltspflicht, halt für dieses Segment Kinderrechte, Kinderschutz vor sexueller Ausbeutung. Ja, den Kinderschutzkodex gibt es seit 20 Jahren ungefähr, nur zur Erläuterung. Ich habe vorhin etwas vergessen, zuerst habe ich vergessen, die Gäste, die uns via Webstream zugeschaltet sind oder uns mitverfolgen, herzlich zu begrüßen und sie auch einzuladen, Rückmeldungen zu geben, Fragen zu stellen. Und dann habe ich noch vergessen anzukündigen, dass, wie war das, Anita? Jetzt habe ich das wird twittern. Das wird twittern und zwar unter Hashtag CSR-Tage 2014. Hashtag CSR-Tage 2014. Also für alle Twitterer, Switcherer unter uns, unter Ihnen, also ich gehöre nicht dazu, ja, diese Information auch unter die Männer und Frauen gebracht. Jetzt würde ich meine Gäste bitten, mit ihren Kurzinput zu beginnen. Theonoten wird den Anfang machen. Er wird uns berichten über die Erfahrungen der Kooperation, Multi-Stakeholder-Kooperation in den Niederlanden in Bezug auf die existierende Meldestelle, also sowohl Meldestelle als auch Kooperation generell und ja, Erfahrungen, wie das funktioniert und auch interessant dann zu sehen, wie das im Vergleich zu Österreich sich darstellt. Okay, we strongly believe that to make a difference for children and work on the protection of children against sexual exploitation in travel and tourism, we need to have a joint position. So a multi-stakeholder approach where the state parties, the private sectors of companies and NGOs work together. That's the only way that we can make a difference. I want to show you a little bit about, don't try to read it because a lot of it is in Dutch. I just want to show you that the Ministry of Justice, Security and Justice, as it is now called in the Netherlands, that they started this campaign against child sex tourism. It was the end of 2012. This is on the homepage of the Ministry of Security and Justice where they announced this, and you see on the bottom side, you see this child with a man with a thick man, that is the image of this campaign. Next you see the side of the border police, and you see a picture of the Minister for Security and Justice and the General of the Border Police, who together were at Schiphol Airport to give to people who going on travels this little folder, and asking them to report any cases of child sex tourism. And this is the image of the folder. It explains also what people can report and where they can report it and what they need to look for. The people can report it by telephone and then anonymously. It's a Dutch telephone number, but you can also, for Dutch it's for free. This is how we put it on our website, and also saying what you can report, what you should report, what you should think of, and where to report.
And this is the site of the association of Dutch tour operators and travel agencies, probably like ÖRV or Österreichische Reiseverband or so it was, which also took the same image and sort of promoting tour reports. And TUI, you must know as well, sorry, Koni, this is, the TUI website where also it is mentioned. But tour operators in the Netherlands that are members of the Code of Conduct, this Child Protection Code, they are also active in this work. This is a page in a brochure that people, because I received it myself, I went to the Gambia in April and I received this brochure saying something about sustainable tourism, but also asking us to report. So every traveler arriving in this tourism destination, when at night arriving in the airport, then in the bus, everybody received a brochure telling them the niceties of the place where they came, but also information on what to report if you see any sexual exploitation of children. Also other NGOs, development NGOs, and I put here plan. I don't know if there's a plan in Austria as well. In the stage of establishment. But plan is an international development agency specifically looking at children's rights issues and also often on the girls' positions in the development. This is the website of the homepage of the reporting hotline on the internet where people can report as well. So I'm in the board of this hotline. And this is a hotline that takes both reports on child pornography as well as child sex tourism. Because also for the police, and maybe the police can say something about it, those issues are very strongly linked. So we have cases where people who came in from Thailand, for example, they were controlled at the airport and child pornography was found, even images where they had sex with a young person. So this link between going abroad and having sex with a minor and making pictures of it and put them on the internet is very strong. This is what you can report and how you can, but you can also say here if you want to do it anonymously, so, or if you want to provide your name and address so that the police, because these reports go from this private hotline to a special police unit, that the police can get in touch with you to give more information. Because most of the time the information provided in such a report is too little to do a follow-up of the case. Well, how many reports the hotline has received? You must not think in the thousands. If you look at child pornography, the Dutch hotline received last year 20,000 reports, and just so to look at the difference. And in 2012, there were 36 reports on child sex tourism cases. In last year, it was also about 30 reports. And in last year, this has led to 4 concrete cases, where the police really investigated on a specific case. Two cases in the Netherlands, one in Germany, and one in Belgium. This multi-stakeholder corporation that needs work. It's not something, because we talk a lot about it, but you need to work on it. And to make it work, it has to be formalized. So you have to make an agreement or a memorandum of understanding so that the parties involved know what to expect from each other. You have to do it at the, in our case, the Dutch level, but also make links to the international level. So if you look about it, then also countries which have a clear link or a history of cases, there needs to be this as well. After to try to find out if there are international standards so that the reports in the country where the use takes place, that's in the country where the people come from. And then, of course, we would like to know if this is also effective. Does it really help children? Does it get people into prison who abuse children? So to monitoring of it is important as well.
quite a recent development is that the Netherlands has a national action plan to combat child sex tourism. It was presented in October of 2013. And in it is that there should be a so-called memorandum of understanding or an agreement between the police and the public prosecutor's office, NGOs and tour operators on what to report, how to report, and when to report, so that all these parties know from each other what to do and also what happens with it. Because it is also important that the police reports back what is happening with these reports, both in the Netherlands and at destinations. And there will be a pilot will be started with the Philippines in February. What is important as well, if you want to get report from the public, you have to have regularly public campaigns. We've seen also, you saw in the numbers or the figures before, that in 2011 there were only 12 reports, but there was no campaign in that year. Mm-hmm. So the minister has written in this action plan that every year he will do a campaign. And we link it this year and also the next year to the Don't Look Away campaign that Astrid mentioned that we are doing in the European context. That's a campaign under leadership of Eckart in France, who are here in the room as well, and which is also very promising. Clear reporting procedures, so what to report, because the police needs, what can the police do and not do? If I report, I saw this ugly German man with a small boy. This is not going anywhere. So that should be clear as well. And in the Netherlands, I can say that there is the Institute of a National Rapporteur on Trafficking in Human Beings and Sexual Violence Against Children. That's an independent institute, fully funded by the Ministry of Security and Justice, that really looks every year in, is what we are doing in the Netherlands having any effect? Do we achieve what we set out to achieve? And this institute is also very critical towards both the ministry, the police, and also to civil society organizations. Then I want to mention the cooperation with tour operators in this case and hotels is essential. I have put three brands on this slide that you might know of, but they also have their offices in the Netherlands, and they are part of this network or platform that do this reporting. And what is needed then in tourism organizations? That the management or the CEOs should support this. Because if the people who do the work on, let's say, in a hotel, behind the counter, or as a tour leader, they need to know that management is really supporting this, because otherwise they won't do anything. So people should be trained. I think it has been mentioned here. Do I see a violation of human rights or not? What is it what I see? And the company should have internal procedures on what to report. So protocol, when should I report something, or where to report it, and what can I expect in my own organization? And it has to be communicated. I think that is essential to make multi-stakeholder cooperation. Thank you, Theo. Also das System, denke ich, in Niederlande ist schon recht, also im Sinne von für diesen Spezialbereich Gerichtsstrukturen, Meldeverfahren, eigentlich schon sehr relativ weit fortgeschritten im Vergleich zu anderen Ländern. Wie ist jetzt die Situation in Österreich? Wie schaut es mit unserer Hotline aus? Bei uns gibt es ja auch zwei Hotlines, eine NGO-Hotline sozusagen, wo man kinderpornografische Webseiten melden kann, und eben die Hotline des Bundeskriminalamtes. Ja, also wir sind stationiert eben im Bundeskriminalamt in Wien. Das ist das Gebäude von uns. Wir sind eben die Zentralstelle zur Bekämpfung der Kinderpornografie und Kindersextourismus. Wir sind im 9. Bezirk am Josef-Hollebeck-Platz. Unsere Mailadresse
für Meldestelle für Kinderpornografie und Sextourismus ist eben meldestelle@interpol.at. Ja, Meldestelle für Kinderpornografie als erstes. Also 1998 ist im Bundeskriminalamt gegründet worden. Seither hat sich eben die Zahl der Meldungen vervielfacht. Wenn man jetzt sieht, 1998 waren es noch 389 Hinweise. Und dann in der Statistik, dann haben wir ab 2002, da waren es schon 2361, ist dann gestiegen bis 2008, 2009 waren dann zwei Ausreißer. Aber das war auch deswegen, weil da haben wir in den zwei Jahren immer anonyme Briefe bekommen mit tausenden von Links. Aber man sieht bei der Verwertbarkeit, die Verwertbarkeit war eben nicht hoch. Also da waren sehr viele negative Links dabei. In den letzten Jahren ist es ein bisschen zurückgegangen wieder, einmal rauf, einmal runter. Aber das ist vielleicht deswegen auch, weil bei die Leute ist immer mehr ausweichen auf sogenannte Hardcore-Seiten, so wie zum Beispiel die Tor-Seiten. Das sind die Anonymisierungsseiten, wo man mit einer Software eben anonym in die Internetseiten kommen kann und dort werden dann die kinderpornografischen Bilder und Videos eben ausgetauscht. Ja, im vorigen Jahr eben 3258 Hinweise und ja, eigentlich bleibt es in den letzten Jahren immer einmal ein bisschen auf und runtergegangen. Ja, welche Aufgaben haben wir als Meldestelle? Also die Beurteilung und Bearbeitung von einlangenden Hinweisen. Da haben wir zum einen eben die Links. Das sind eigentlich die meisten Hinweise, die wir bekommen. Da schreibt jetzt zum Beispiel einer, er hat im Internet gesurft und ist zufällig auf diese und diese Seite gekommen. Wir haben dann die Aufgabe, dass wir uns den Link anschauen. Ist jetzt da Strafrechtliches dabei? Dann schauen wir, wo ist diese Seite gehostet, in welchem Land, und schicken diesen Link eben dann in das jeweilige Land, und wenn nicht, dann ist es eh negativ. Das sind eigentlich die meisten Meldungen. Dann haben wir viel Ermittlungen dann im Peer-to-Peer-Bereich. Das sind die Programme, wo man eben auch Filme und Musik herunterladen kann, die meisten werden sie kennen, wie Imul zum Beispiel. Aber da werden eben auch sehr viel kinderpornografisches Material getauscht. Da sind wir auch immer in Ermittlungen. Und eben in den Social Media Seiten wie Facebook, Instagram oder WhatsApp haben wir in letzter Zeit auch immer mehr Meldungen bekommen. Bekommen wir Meldungen mit Bildern, wo eben ein sexueller Missbrauch zu sehen ist, haben wir dann auch die Möglichkeit, dass wir das in der Bilddatenbank in Lyon, dort ist die Interpol-Zentrale, abgleichen. Also ist eigentlich eine sehr gute Möglichkeit. Wenn ich das Bild in die Datenbank reinspiele, sehe ich sofort, ob das gleiche Bild oder ein ähnliches mit dem gleichen Opfer oder Täter eben schon in der Datenbank ist. Und dadurch kann ich auch Doppelgleisigkeiten eben vermeiden. Was haben wir noch für Aufgaben? Eben dann, wenn es positiv ist, Einleitung von verschiedensten Ermittlungsmaßnahmen, dann die Einholung von staatsanwaltschaftlichen Verfügungen zur Ausforschung von Tatverdächtigen. Das ist halt sehr oft, wenn wir eine österreichische IP-Adresse haben, dann brauchen wir zur Ausforschung eine staatsanwaltschaftliche Anordnung. Und mit dieser bekommen wir dann den Anschlussteilnehmer dieser IP-Adresse. Ja, und dann wird eben die Übernahme der Amtshandlung eben durch das Bundeskriminalamt oder wenn es das Ausland betrifft, dann wird es an die ausländische Dienststelle oder wenn wir einen bestimmten Namen im Bundesland haben, wird das an die nachgeordnete Dienststelle eben weitergeleitet zur weiteren Bearbeitung. Da habe ich noch einen kurzen. Das ist eben die Meldungen, die wir letztes Jahr gehabt haben von den Links. Also wir haben 2530 Meldungen bekommen. Davon waren 1718 positiv. Was nicht heißt, das waren tatsächlich Webseiten mit kinderpornografischem Inhalt. Ja. Und 827
negativ. Inland Sydney haben wir eigentlich fast keine, voriges Jahr waren es 4. Aber also die auf inländischen, auf österreichischen Server gehostet, genau. Also liegen quasi. Aber da ist sehr gut das Einvernehmen mit den Providern, also sobald wir das melden, ist das in den nächsten paar Minuten ist diese Seite eigentlich nicht mehr erreichbar. Mhm. Und dann ein Top 15 Ranking im Vergleich, welche Länder, also USA führt ganz klar, also da haben wir die meisten Länder, die meisten Seiten. Dann ist Russland, Holland haben wir auch ziemlich viel, mhm, eigentlich. Und dann, ja, unbekannt, das sind die sogenannten Torseiten. Das sind eben die, die man keinem Land zuordnen kann und sind nur über die Anonymisierungssoftware Tor erreichbar. Und ja, das ist halt zurzeit die schwierigste Ermittlung, die wir haben, weil das kann man nur mit verdeckten Ermittlungen und dergleichen aufdecken. Dieses Hochlaufen müssen nicht in den Ländern sein. Nein. Ist ja aber schön. Das könnte auch sein. Ja, dann haben wir eben die zweite Meldestelle, das ist die für Kindersextourismus. Die haben wir 2010 im Bundeskriminalamt eingeführt. Also da bis jetzt haben wir da eigentlich sehr wenige bis keine Meldungen bekommen, was Kindesmissbrauch in Urlaubsländern betrifft. Das heißt jetzt, es war nichts von dem, was gemeldet wurde, naja, irgendwie auswertbar, oder? Es kommen, erstens kommen sehr wenige und wenn welche kommen, dann sind die meisten nicht verwertbar. Mhm. Also so wie manche melden dann, er hat eben einen Mann mit 40, 50 Jahren gesehen mit einem kleinen Kind und der ist verdächtig, Kindersextourist zu sein. Ja. Mit dem kann man natürlich nicht viel anfangen. Mit der müssen so verwertbare Hinweise aus Urlaubsländern, was müssen die für Kriterien oder wie sollte man das melden, dass das verwertbar ist? Naja, wenn man kein Beweismaterial hat, zum Beispiel irgendwelche Bilder oder irgendwas, dann ist es eben sehr schwierig, weil ich weiß eben nicht, wenn jemand von Urlaub nach Hause kommt und sagt jetzt, der und der ist. Ich habe keinen Namen, ich habe kein Foto, ich habe gar nichts. Da kann ich einfach keine Ermittlungen machen. Wenn ich jetzt Fotos habe oder irgendwelche, weiß nicht, ein Hotel irgendwo, wenn der in meinem Hotel wohnt und das, und ich sag, und der sagt, ja, der und der, dann kann man vielleicht mit dem Hotel in Verbindung treten. Da bekommt man vielleicht einen Namen, dann kann man mit der Ermittlung beginnen. Vor allem mit den asiatischen Verbindungsbeamten bekommen natürlich mehr Informationen. Aber solange ich keine konkreten Hinweise habe, kann ich auch keine Ermittlungen durchführen. Weil es auch in den Ländern sehr schwierig ist, etwas zu bekommen, auch von der Polizei leider. Also das heißt, ein Hotel, wo die Person untergebracht ist und ein Foto würde schon weiterhelfen? Ja, mhm. Dann kann man es eben auch mit der Bilddatenbank einmal abklären, vielleicht ist schon ein ähnliches Foto drinnen, ob das das Opfer oder das oder der Täter ist. Und das andere Land hat dann vielleicht schon ebenfalls bei dem Täter Ermittlungen angestellt, dann kann man sich austauschen, dann weiß man vielleicht schon wieder mehr. Aber in welchem Land kann das dann angezeigt werden, wenn die Person jetzt wieder zurückkommt nach Österreich? Etwas lauter die Frage ist, in welchem Land das angezeigt wird. Ja, wenn es sich um einen Österreicher handelt, ja, und der macht das in Thailand, Kambodscha, dann wird er trotzdem in Österreich verurteilt. Ach, okay. Bitte? Ich hätte nur noch eine Frage, ganz konkret, wie wäre denn das richtige Verhalten meinerseits, wenn ich was beobachte und es kommt mir sehr verdächtig vor? Ja, eben, weiß nicht, wenn es möglich ist, weiß nicht, ein Foto oder irgendetwas, es ist immer sehr schwierig. Natürlich, man kann irgendwas in die Meldestelle schreiben, jetzt, dass man was entdeckt hat, aber dann ist es nicht verwertbar, weil ich brauche immer irgendwelche Beweismittel, wo ich drauf ansetzen kann, eben irgendein Hotel oder sonstiges. Also abgesehen von der Meldestelle, also wenn jetzt die klassische Urlaubssituation, das ist wahrscheinlich noch das Einfachste, wenn man im Hotel, in dem man selber wohnt, etwas beobachtet, eines anderen Gastes, ja, der, also konkrete Fälle, die es immer wieder auch gibt,
Reisende beobachten, dass zwei Zimmer weiter der jeden Tag oder jeden zweiten Tag wieder neue Kinder mit aufs Zimmer nimmt. Ja, das wäre eine klassische verdächtige Situation. Dann wäre einmal die erste, also man kann beides tun, nicht? Man kann das, was der Kollege Fiedler sagt, ein Foto machen von der Person, an die Meldestelle schicken, aber natürlich auch mit dem Hotel, mit dem Management in Kontakt treten und sagen, hallo, was geht da vor in Ihrem Hotel? Also da kann ja was nicht stimmen und sozusagen über diese Schiene versuchen dann auch möglicherweise, dass das Hotel dann auch in Kontakt tritt mit der Polizei oder mit der Botschaft, wenn man weiß, das ist ein österreichischer Staatsbürger, dann ist es natürlich einfacher. Bitte. Danke. Gibt es ja nicht dann international eine Hotline, zum Beispiel von der Interpol, weil ich finde das sehr gut, dass man dann versucht, persönlich individuell nachzuforschen, aber vielleicht kann das dann auch untergehen, wenn ich dann die Auskunft bekomme bei der Rezeption im Hotel, aber gibt es ja vielleicht eine 24-Stunden-Hotline international, die dem dann vielleicht nachgeht und vielleicht dann direkt auf die Behörden des Landes zugeht? Naja, die Meldestelle, das für uns ist ja, wir sind ja eigentlich Interpol Wien. Das wird ja dann in diese Länder gleich sofort weitergetragen. Das heißt, wenn das in Thailand oder Vietnam oder so, dann bekommt das dann eben Interpol und in diesem Fall der Verbindungsbeamte. Und der schaut halt, dass er mit der Polizei Einvernehmen findet oder mit einem Modell oder wie auch immer und da dann weitere Informationen rausbekommt. Das heißt, ich könnte Sie dann anrufen, auch von Thailand aus in Wien und das weitergeben. Zum Beispiel. Kurze Frage. Da waren zwei Fragen. Zuerst. Ich wollte nur auch nochmal darauf hinaus. Also es ist ja Teil auch von einer internationalen Kampagne, diese Meldeverfahren, die in den Ländern existieren, eben auch zu überprüfen, wie effektiv sind die und weiterzuentwickeln. Und im Kontext dessen wird es ja eine internationale Homepage geben, auf die man quasi drauf kann und dann entweder an die nationalen Bundeskriminalämter, an die nationalen Meldestellen quasi weitergeht oder, wenn ich richtig informiert bin, auch insgesamt an dieses internationale, an diese internationale Meldestelle und dann wird es quasi weitergeleitet, wo es hingehört. Weil häufig hat man ja auch die Situation, das BKA kann was mit Informationen über österreichische Straftäter anfangen, kann wahrscheinlich im Idealfall auch was mit dem britischen anfangen, weil es das dann eben an das britische BKA gibt. Aber es gäbe halt auch die Möglichkeit, dann direkt über diese internationale Plattform, die europaweit halt verfügbar ist, eben auch an die einzelnen Bundeskriminalämter einzugehen. Genau, die wird jetzt ab März wird die wahrscheinlich online gehen, diese europäische Plattform. Mit welchen rechtlichen Konsequenzen müsste ein Melder rechnen, wenn sich sein Hinweis als falsch erweist? Gibt es keine Konsequenzen? Üble Arbeit, die Entschädigung. Na, da muss man immer nachweisen, dass das die böse Absicht, oder? Da muss man eben nachweisen können. Also wenn der jetzt einen Verdacht macht und er meldet das, dann kann man ihm dafür nicht wenigstens etwas verurteilen. Also das ist sicher nicht. It could lead to investigation. So if somebody has the purpose to damage somebody else, but filing, let's say, a false report, then it can lead to a court case. Yeah, but the condition is the bad intention. Yeah. This is relevant. Also. Mm-hmm. Okay. Dann gehen wir weiter. Also die Aufgaben von Kindesexualismus Meldestelle eben die Beurteilung vom Sachverhalt von uns. Und dann eben die Meldung an die Verbindungsbeamten. Da haben wir eben seit 2011 im südostasiatischen Raum einen, wenn einer vorhanden ist im Land, und oder sonst eben die Meldung via Interpol. Also mit wem arbeiten wir da zusammen international? Eben mit Interpol, Europol und Verbindungsbeamte. Und national mit den, sehr eng auch mit den privaten Institutionen wie ECPAT oder eben die Stoplen. Dublin ist auch eine private Meldestelle eigentlich für Kinderpornografie, die von den ganzen Internet Service Providern quasi eine Ansprechperson als Meldestelle für Kinderpornografie. Und wenn jetzt eine Seite in Österreich gehostet ist, meldet das auch die Dublin oft
zu den Providern und in der nächsten Minute ist eigentlich die Seite nicht mehr im Server. Funktioniert eigentlich sehr gut. Ja, mit Europol haben wir eben die Zusammenarbeit, das ist das Projekt Haven. Da ist Holland auch involviert. Wie hat das ausgeschaut? Also da ist ein gemeinsames Täterprofil ist erstellt worden. Zum Beispiel der Mann muss zwischen 40 und 50 Jahre alt sein oder weiß ich nicht, jetzt eine Zeitspanne, eine Altersspanne, oder er reist meistens alleine, oder wie oft reist er in diesen Ländern, die typisch für Sextourismus sind. Das ist erstellt worden. Und dann wird das eben überprüft, die Verdächtigen überprüft bei der Einreise in das jeweilige Heimatland. Also das sieht dann so aus, dass da Passagier- und Gepäckskontrollen bei der Einreise gemacht werden. Zuerst muss man mal ermitteln, wie oft reist er hin. Der kommt jetzt zum Beispiel morgen um 15 Uhr in Schwächern an. Dann wird einmal das Gepäck kontrolliert und dann sieht man, meistens haben die noch Laptops, USB-Sticks oder irgendwelches Kinderspielzeug oder ähnliches mit, das natürlich dann schon verdächtigt wird, solche Handlungen. Ja, mit Europol machen wir dann jedes Jahr gemeinsame Action Days. Die werden dann an mehreren ausgewählten Flughäfen in Europa durchgeführt, wie eben bei uns in Schwechat oder in Holland Schiphol oder London in Heathrow. Und das wird dann von Europol koordiniert. Da ist in jedem Land gibt es einige Ansprechpersonen, die Tag und Nacht erreichbar sind, und da werden eben solche Maschinen von diesen Destinationen abgefangen und die Passagiere durchgesehen und eben die Verdächtigen herausgeholt und das Gepäck eben kontrolliert, ob es irgendwelche Verdächtigungen gibt. Ja, wir haben seitdem haben wir vier größere Sextouristenfälle gehabt. 2007 war ein Hinweis durch die Bevölkerung, da haben wir dann einen sexuellen Missbrauch eines 13-jährigen Buben in Indien aufklären können. Das war eben auch bei der Heimreise von Indien, hat man das Gepäck kontrolliert und konnte man CDs und Laptop und mit eben selbst hergestellten kinderpornografischem Material finden. Und den einen Fall, den Sie erwähnt haben, das war in Wien. Den hat man in Thailand, der ist vielleicht eh bekannt, in Thailand erwischt in einem Zimmer mit Buben. Und da war eben das Problem, dass der am Anfang wieder freigekommen ist, weil er den Polizisten oder wem auch immer etwas bezahlt hat. Den hat man wieder freigelassen, aber das ist durch den Verbindungsbeamten, und der hat dann Druck auf die Behörden gemacht und ist eigentlich sehr gut gelungen, hat man den wieder festnehmen können. Ja, also, aber er ist auf freiem Fuß. Er ist auf freiem Fuß. Seit zwei Jahren. Er ist dann ausgereist von Thailand. Daraufhin, erst im Nachhinein, hat Thailand einen internationalen Haftbefehl erlassen. Und jetzt ist er natürlich in Österreich und verlässt Österreich nicht. Ja, weil Österreich liefert, ja. Und Österreich liefert, also kein Land liefert eigene Staatsbürger aus im Rahmen eines strafrechtlichen Verfahrens, also außer bei Kriegsverbrechen, das ist eine andere Geschichte, aber... Vor allem in solchen Ländern. Genau. Also, aber wir hoffen, und ich glaube, dass die Polizei hofft auch, dass das doch in den nächsten Monaten... Also es war schon eine Verhandlung, ich meine, im Frühjahr 2013 war eine erste Verhandlung, die musste dann unterbrochen werden, weil wichtige Beweisdokumente nicht übersetzt vorhanden waren, und es gibt in Österreich für Thai einen einzigen Übersetzer, und Sie können sich vorstellen, wie ausgelastet er ist. Also das ist der Grund, warum sich das jetzt wieder Monate hinzieht, nicht? Also das ist natürlich aus Kinderschutz- und Kinderrechtssicht unbefriedigend, dass sozusagen ein potenzieller Täter, wir wissen es ja noch nicht, aber sehr viel spricht dafür, dass er ein Täter ist, zweieinhalb Jahre, ja, wir wissen nicht, was der inzwischen in Österreich, ich meine, mindestens Kinderpornografie kann er konsumiert haben. Also man hat den ja nicht bei der Handlung selber erwischt, sondern genau. Er war nur mit zwei Buben im Zimmer, man liegt vielleicht auf der Hand, was er gemacht hat. Ja, aber ja, das
Aber das sind natürlich auch Fragestellungen, die sich im Rahmen von, also Garantie von Kinderrechten, ja, das ist kein Aspekt von Menschenrechten natürlich, dass sozusagen eine Person, die möglicherweise gefährlich ist für Kinder, dass man dann schneller sozusagen dieses Verfahren abhandeln kann. Ja, da ist ein schon das Problem auch mit der Zusammenarbeit mit den Behörden. Mit diesen Behörden, also genau. Leider. Gut, wir müssen. Ja, perfekt. Danke. Ja. Dankeschön. Ja, jetzt würde ich gleich wegen der Zeit relativ rasch von der sehr konkreten Ebene, nämlich Kinderschutz, Kinderrechte, der strafrechtliche Aspekt, ja, also die Frage Menschenrechte, Garantie von Menschenrechten, Tourismusumsetzung von Menschenrechten, also diese Verpflichtung, diese drei Säulen, bezieht sich einerseits auf den Staat, der und strafrechtliche Sanktionen, Mechanismen sind ein wichtiger Bereich. Und jetzt gehen wir weiter zum allgemeineren Bereich, den Andi Monshausen von Dunsenwatch uns kurz erläutern wird, worum geht es bei Beschwerdemechanismen, welche Good Practice gibt es schon vielleicht aus anderen Bereichen, aus anderen Wirtschaftssektoren und was könnte davon auch für die Tourismuswirtschaft nutzbar gemacht werden? Bitte, Andi. Also ich werde weniger systematisch erläutern können, wie Beschwerdemechanismen genau funktionieren, welche Erfahrungen da wirklich auswertbar vorliegen, sondern eher einen Überblick darüber geben, wofür braucht es eigentlich Beschwerdeverfahren, wer hat Verantwortung, Beschwerdeverfahren zur Verfügung zu stellen und wo liegen Vor- und Nachteile verschiedener Beschwerdemöglichkeiten. Ziel ist ganz klar, die Verletzung von Menschenrechten zu verhindern und Opfern von Menschenrechtsverletzungen Zugang zur Abhilfe zu verschaffen und in systematischen Prozessen dafür zu sorgen, dass das Risiko dieser spezifischen Menschenrechtsverletzungen minimiert wird. Es gibt unterschiedliche Verfahren von Beschwerdemechanismen. Wir haben einmal die juristischen staatlichen Beschwerdemechanismen, also sprich Gerichtsverfahren, die auf der Positivseite legitimiert, transparent und verbindlich sind. Also ein Rechtsspruch hat am Ende Verbindlichkeit sowohl für Täter als auch für Opfer. Problematisch ist dabei häufig die Langwierigkeit, die Kosten, die entstehen und hohe Hürden, insbesondere wenn wir jetzt im Tourismus denken, Opfer von Menschenrechtsverletzungen in einem Land bewegt sich in einem Kontext, wo gegebenenfalls der staatliche Apparat, die Strafverfolgung andere Interessen hat als seine individuellen Interessen zu verfolgen. Es bestehen sicherlich Hürden auch, was beispielsweise sprachlichen Zugang und solche Dinge antrifft. All das sind Gründe, weshalb staatliche Beschwerdeverfahren zwar der Königsweg sind, aber häufig schwer zu begehen sind. Also ein Beispiel, eine rechtsverbindliche Klärung von Landrechtskonflikten in Indien dauert im Schnitt 22 Jahre. Ist einfach nur mal, um griffig zu machen, was ich meine damit. Es ist langwierig und es ist extrem teuer, einen Juristen zu bezahlen, der einen begleitet, auch noch einen guten Juristen zu finden. Die sind dann üblicherweise auf der einen und nicht auf der anderen Seite. Also all das sind Herausforderungen. Eine Alternative sind dann eben die staatlichen, nicht justiziablen Verfahren. Da ist das Prominenteste sicherlich die OECD-Leitlinien, wo sich 49 Staaten zu verpflichtet haben, die auch gelten, also sie bestehen aus verschiedenen Feldern, unter anderem seit 2011 auch einem spezifischen Menschenrechtskapitel. Und sie bieten Begleitung, Orientierung in dem Fall, wo Unternehmen beispielsweise aus Deutschland in einem anderen Land Menschenrechtsverletzungen begehen, kann eine Beschwerde in Deutschland eingereicht werden vor der nationalen Kontaktstelle, in Österreich natürlich genauso, vor der nationalen Kontaktstelle und es findet dann ein Dialog- und Aushandlungsverfahren statt, was am Ende nicht zu einem juristisch bindenden Resultat führt, sondern zu einer Empfehlung, zu einer Mediation zwischen dem Opfer und dem in dem Fall Unternehmen, was beispielsweise eine Menschenrechtsverletzung oder im Umweltbereich wird es häufig angewendet. Auch da hängt es sicherlich vom Verfahren ab, wie legitimiert, transparent und verbindlich es ist. Hängt davon ab, wie diese nationale Kontaktstelle etabliert ist und all solche Dinge, auf die ich jetzt nicht detaillierter eingehen will.
Auf der Negativseite haben wir eben auch langwierige, teure Verfahren, hohe Hürden. Häufig sind es NGOs, die eben Opfer begleiten, sehr lange eben auch begleiten. All das sind Limitationen. Also die nicht justiziablen Verfahren sind weniger legitimiert, weniger verbindlich als die justiziablen. Aber auf der negativen Seite ist trotzdem festzuhalten, dass sie trotzdem langwierig, teuer und schwierig zu ergreifen sind für Opfer von Menschenrechtsverletzungen. Und dann haben wir nicht zuletzt die nichtstaatlichen Beschwerdeverfahren, also Beschwerdeverfahren beispielsweise innerhalb von Unternehmen. Und das ist das, was wir uns jetzt ein bisschen genauer angucken wollen. Da kann man auf der positiven Seite sagen, wie effektiv, wie transparent so ein Verfahren ist, hängt sehr spezifisch von dem jeweiligen Verfahren ab und ob es denn dann wirklich am Ende schneller geht, günstiger ist und zu einer einvernehmlichen Lösung führt, ist eine weitere Frage, wo man sich sehr genau anschauen muss, wie sehen diese unternehmenseigenen Beschwerdeverfahren aus. Das würde ich jetzt gleich näher vorstellen, was da Kriterien dran sind. Ganz kurz, ohne auch da in die Tiefe zu gehen, weil wir hatten ja heute Morgen eine recht ausgiebige Veranstaltung dazu. Wir befinden uns in diesem blauen Puzzleteil, also in dem Handlungsfeld Abhilfe, wo Beschwerde ermöglicht werden soll und die Situation für die Betroffenen verbessert werden soll. Vielleicht auch in den Unternehmenszyklus oder in das Menschenrechtskonzept einbauen, ist es eine kontinuierliche Begleitung und in dem Sinne auch etwas, was mehr ist als eine einmalige Begutachtung von Menschenrechtsrisiken in einer Destination, sondern es ist etwas, wo dauerhaft und kontinuierlich Möglichkeit zur Beschwerde gegeben ist. Nichtsdestotrotz baut es auf einer Bestandsanalyse und einem sehr detaillierten Dialog auch vor Ort. Wer beispielsweise betroffene Stakeholdergruppen sind, welche besonderen Menschenrechtsfelder dort vorhanden sind und für welche Fälle Beschwerden und für welche Zielgruppe diese Beschwerdemechanismen gegeben sein sollen. Das alles, und das hatten wir auch heute Morgen, befindet sich in diesem Kontext der Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und darin eben dieser dritten Säule der gemeinsamen Verantwortung von Staaten und Unternehmen zur Abhilfe von Menschenrechtsverletzungen. Im Kontext dieser Guiding Principles sind auch Anforderungen an betriebliche Beschwerdemechanismen entwickelt worden, wo in Pilotverfahren auch Unternehmen begleitet wurden, die solche Verfahren etabliert haben. Damals in einem ersten Pilotprozess wurden quasi, ich glaube, 6 Unternehmen begleitet und danach hat beispielsweise auch das Wiener Boltzmann-Institut eine Analyse gemacht, was es denn konkret an oder welche Stärken und Schwächen haben denn existierende unternehmenseigene Beschwerdemechanismen, von denen es ein paar gibt. Und gerade ganz aktuell, auch von 2013, gibt es eine Studie, wo 15 Beschwerdemechanismen aus unterschiedlichen Branchen analysiert wurden, auch ihre Stärken und Schwächen. Anforderungen an unternehmensbetriebene Beschwerdeverfahren ist zum einen die Legitimität, also ist Vertrauen durch die Zielgruppe da, ist es ein anerkanntes Verfahren. Wir haben ein weiteres Kriterium, die Zugänglichkeit, also ist der Zielgruppe überhaupt dieses Beschwerdeverfahren bekannt, bekommen sie Unterstützung, wenn sie eine Beschwerde einreichen, haben sie hinreichend Informationen, um das, was zu einer Beschwerde notwendig ist, auch vorzubringen. Die Vorhersagbarkeit ist ein weiteres Kriterium, also die Klarheit über das Verfahren, wie funktioniert das Verfahren, in welchen zeitlichen Abläufen sind welche Informationen verfügbar. Eine weitere Anforderung ist die sogenannte Equity, also dass ich gleiche Chancen für den Beschwerdeführer wie auch für den Beklagten habe, dass sie dort mit gleichen Rechten miteinander am Tisch sitzen. Ja, so kann es gehen. Ich höre gerade, da gab es eine Absprache, die Gruppe hat sich entschuldigt, dass sie wohl mittendrin gehen müssen. Weil sie sich Zeit haben wahrscheinlich. Ah, okay, dann werden sie hier die Hälfte nicht mitnehmen. Wir schwimmen auch noch, mal gucken, wie effizient das ist. Gut, also ich war bei Equity, also den gleichen Chancen für Beschwerdeführer und Beklagte, die also auf Augenhöhe, auf gleicher Ebene miteinander dort sitzen und die gleichen Rechte in dem Verfahren haben.
wir haben das Kriterium der Transparenz, also dass eine Offenheit und eine Informationsgabe über den Stand der Beschwerde und die Weiterarbeit dieser Beschwerde vorliegt. Und wir haben das Kriterium der Rechtekompatibilität, also dass es sich auf die Rechte bezieht, die dort tatsächlich auch relevant sind. Also dass der internationale Menschenrechtsrahmen die Referenz ist und das Beschwerdeverfahren, auch wenn es nicht justiziabel ist, halt sich daran von Standards her orientiert. Weitere Anforderungen, die letzten beiden, ist Engagement und Dialog. Engagement und Dialog ganz wichtig, nicht nur während der Beschwerdeführung, sondern auch schon bei der Entwicklung des Beschwerdeverfahrens, dass die Zielgruppe dort einbezogen ist und auf ihre besonderen Bedürfnisse eingegangen werden kann. Ein ganz konkretes Beispiel: Was mache ich, wenn ich in einem Gebiet agiere, in dem ja, die Unternehmenssprache Englisch ist, Englisch aber, wenn überhaupt, mal die Viertsprache ist, nachdem verschiedene indigene Sprachen und die nationale Sprache vielleicht noch vorher kommen? Was mache ich mit einer Bevölkerung, wo Analphabetisierung hoch ist? Was mache ich mit den besonderen Belangen von Kindern, die eine ganz andere Möglichkeit haben müssen, auch sich in so einen Prozess einzubringen? All das sind Dinge, die müssen eben im Dialog gemeinsam mit der lokalen Bevölkerung und auf die spezifische kulturelle Eigenheit hinaus entwickelt werden. Und das Continuous Learning ist auch sehr wichtig, um diese Beschwerdemechanismen weiterzuentwickeln, daraus zu lernen und sie auch in das betriebliche Management eben zunehmend einzubauen und weiterzuentwickeln. Hauptherausforderung, wenn man sich so diese paar Erfahrungen, die existieren, anschaut, sind, dass die Kenntnis über das Vorhandensein des Mechanismus erhöht werden muss bei der jeweiligen Zielgruppe, die erreicht werden muss. Das beinhaltet auch Vertrauen aufzubauen, Vertrauen darin, dass ich geschützt bin in diesem Verfahren und dass ich nicht, also dieses Kräfteungleichgewicht, was der nächste Punkt ist, zu durchschauen. Wenn ich mich bei einem Unternehmen, was mein Dienstgeber, mein Arbeitgeber ist, beschwere, muss ich ein Vertrauen darin haben, dass ich nicht als nächstes auf der Straße stehe, sondern dass ich Unterstützung habe für diesen Prozess und weiß, dass es ein Verfahren gibt, was eingehalten wird und mich in dem Moment auch schützt. Ein weiterer Konflikt ist sicherlich zwischen auf der einen Seite Vertraulichkeit herzustellen und auf der anderen Seite aber auch Transparenz über das Follow-up von den Beschwerdeverfahren zu haben. Und eine Herausforderung ist diese Beschwerdestelle im Unternehmen, oder sie kann auch angesiedelt sein bei einem Verband oder bei einer Beratungsfirma, bei einer NGO, das muss man sich sehr genau angucken, was da sinnvoll ist. Die muss auch unabhängig gehalten werden, die muss mit personellen, finanziellen Ressourcen ausgestattet werden, sie muss handlungskompetent sein, auch weisungsungebunden. Also sie darf nicht vom Vorstand gesagt kriegen, dieses und jenes darfst du aber nicht weitermachen, sondern es ist ja genau ihre Aufgabe, dem Vorstand zu sagen, da passiert was. Also diese Unabhängigkeit zu bewahren, ist sicherlich eine große Herausforderung. Dann die zeitnahe und angemessene Abhilfe, das ist das, was wir beschrieben haben, ja schon als Grund, weshalb es überhaupt unternehmenseigene Beschwerdeverfahren geben sollte, dass eben nachvollziehbar ist, das Unternehmen beschäftigt sich damit und schafft schnelle Abhilfe und beseitigt auch die Ursache, weshalb meine Rechte verletzt wurden. Und zum Schluss eben auch wieder die Einführung in das unternehmensspezifische Management, um tatsächlich Wiederholungen auch zu verhindern. Die paar Erkenntnisse, die wir aus bestehenden unternehmenseigenen Beschwerdemechanismen haben, auch da nochmal, oh, Lessons ist, okay, ist etwas eingedeutscht, also, okay. also Lessons, Leute, ja, okay. Auch da nochmal Dank an das Boltzmann-Institut und an andere Institute, die das systematisieren und diese Erkenntnisse aufbereiten. Ist sicherlich, dass der Dialog bei der Entwicklung eines Beschwerdemechanismus extrem notwendig ist. Das ist nichts, was man irgendwie schnell übergehen kann. Es ist auch ein dauerhafter Dialog. Ich muss schulen, ich muss sensibilisieren, ich muss dieses Vertrauen schaffen. Es hat sich in den Beschwerdemechanismen, die eine besonders hohe Legitimität und Zugang haben, als positiv herausgestellt, NGOs, Gewerkschaften oder legitimierte Vertreter lokaler Gemeinschaften einzubeziehen, die beispielsweise der erste Kontakt sind, eine Meldung entgegenzunehmen und dann in das Unternehmen reinzutragen. Auch das Thema Opferschutz ist elementar, um Vertrauen aufzubauen und natürlich das Opfer zu schützen.
sowohl vor Repression in einem anderen Kontext als auch vor Wiederholung derselben Verletzung. Und es hat sich sicherlich, und das ist eine der Erkenntnisse, die wir aus einer Studie haben, die drei europäische ECPAT-Organisationen mit afrikanischen Partnern zusammen gemacht haben, wo wir für die südafrikanische Studie mit einbezogen waren, sehr wichtig, dass wenn es spezialisierte lokale Akteure gibt, dass die auch einbezogen werden. Also wenn ich vor Ort etablierte Kinderschutzmechanismen habe, also eine Child Helpline, die in 18 Sprachen 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche verfügbar ist, dann ist das was, wo die Tourismuswirtschaft schauen kann, wie sie ihre spezifischen Bedürfnisse und Interessen dort mit einbringt, anstatt einen eigenen Mechanismus zu etablieren, der dann eben in Englisch stattfindet und 8 Stunden am Tag besetzt ist. Das sind sicherlich so Erkenntnisse, die wir haben. Ganz kurz einen kleinen Spot darauf, also diese Erkenntnisse sind allesamt aus anderen Arbeitsfeldern. Im Tourismus ist Kony sicherlich der Veranstalter, der am weitesten fortgeschritten ist, was Erfahrungen mit Beschwerdestellen angeht. Auch da werden wir sehen, wo der Stand tatsächlich ist und wie viel weiter es noch gehen kann. Deswegen möchte ich kurz anreißen, was sind denn so die Besonderheiten im Tourismus, wenn es um Beschwerdemechanismen geht, was kann man positiv nutzen, was ist eine besondere Herausforderung im Tourismus? Ich denke, wir haben als Besonderheit, dass der Reisende oder der Konsument eben beim Produkt ist. Anders als jetzt im Textilbereich, wo ich mein T-Shirt kaufe, ist der Reisende direkt vor Ort und kann Beobachtungen machen. Das heißt, dieses Potenzial kann und sollte auch genutzt werden, wenn man über Beschwerdemechanismen nachdenkt. Gleichzeitig vermute ich, dass es sehr unterschiedliche Verfahren gibt. Bei Meldeverfahren, die eher auf Beobachtungen durch Unbeteiligte gehen und Beschwerdeverfahren, wo wirklich Opfer Zugang haben. Aber es muss geprüft werden, wie können diese beiden Verfahren miteinander in Kombination gebracht werden. Wir haben sicherlich diese Kleinteiligkeit der touristischen Wertschöpfung auf lokaler Ebene. Wir haben keine großen Unternehmen mit 10.000 Mitarbeitern, wo ein Verfahren für das gesamte Unternehmen eingeführt werden kann, sondern wir haben vor Ort Kleinstunternehmen und all denen müssen in ihren Bedürfnissen, muss dort Rechnung getragen werden. Und wir haben sicherlich diese Herausforderung, dass Reiseveranstalter auf der einen Seite global tätig sind, das heißt ein Verfahren etablieren wollen, was für alle ihre Unternehmensaktivitäten Gültigkeit hat, aber auf der anderen Seite sehen wir natürlich, dass insbesondere, wenn es um Beschwerdemöglichkeiten und Menschenrechtsverletzungen geht, es eine sehr hohe kulturelle Sensibilitäten eingehen, auf lokale Eigenheiten hoch notwendig ist, damit überhaupt Meldungen gemacht werden können. Da ist eine ganz, ganz hohe Sensibilität notwendig. Mein erstes Fazit, ohne jetzt wirklich Erfahrungen aus dem Tourismus systematisch auswerten zu können, weil sie einfach noch nicht vorliegen, ist sicherlich, dass einzelne Unternehmen gefordert sind, Beschwerdemechanismen zu etablieren, auch mit ihren Dienstleistern Vertrauen aufzubauen, dass das Unternehmen möchte, dass diese Beobachtungen, Beschwerden eingegeben und behoben werden und auf der anderen Seite aber auch destinationsbezogen zu schauen, wie Synergien geschaffen werden können, um dem einen Hotel, was dann beispielsweise mit 30 internationalen Reiseveranstaltern zusammenarbeitet, ein Verfahren an die Hand zu geben, was auch für alle verbindlich ist. Ich denke, das ist ein Spagat, in dem wir uns beim Tourismus bewegen, aber ich bin zuversichtlich und denke, wir müssen da einfach mehr Erfahrungen sammeln, wie es tatsächlich funktioniert. Hier will ich jetzt nicht allzu sehr ins Detail gehen, das werden wir vielleicht nochmal in der Diskussion machen, wie konkret die Umsetzung aussieht. Da wird aber sicherlich auch Sibylle aus den Erfahrungen von Kony berichten können. Dankeschön. Danke. Gibt es jetzt da also spontan dringende Fragen, sonst würde ich gleich zum Abschluss das konkrete Kony-Beispiel noch bitten, die Sibylle uns näher zu bringen und dann haben wir vielleicht noch, ich hoffe, wir werden 10 Minuten so wie vorher bei der vorigen Vormittagseinheit auch 10 Minuten dazugeben, aber mehr sicher nicht, also damit wenigstens 10 Minuten noch bleiben für Rückfragen und Diskussionen. Dankeschön. Also ich denke, vielleicht seid ihr alle schon ein bisschen erschlagen, aber ich versuche das jetzt ein bisschen kurz zu machen und vor allem mit praktischen Beispielen zu sagen, was wir das versuchen, diesen Menschenrechtsschutz im Unternehmen systematisch anzugehen.
Nur kurz, falls Sie Kony nicht kennen, es gibt uns seit 1906, wir haben den Hauptsitz in Zürich und wir haben ca. also über 12.000 Mitarbeitende weltweit. Also wir sind auf der ganzen Welt vertreten, auf allen Kontinenten, in 500, also mit 500 Büros. Also es ist ein großes Unternehmen und natürlich, was da vieles wurde schon erwähnt, also da sind wir natürlich Herausforderungen gestellt, wo wir einerseits für die Gruppe was umsetzen müssen, wir brauchen Prozesse, wir müssen das systematisch angehen, aber gerade wenn wir über Menschenrechte sprechen, müssen wir die lokalen Gegebenheiten berücksichtigen. Und ich denke, das ist unsere tägliche Herausforderung. Was wir versuchen, ist ganz einfach. Also wir versuchen auch zu schauen, wo haben wir positiven Einfluss und wie können wir da, wo wir den positiven Einfluss haben, den verstärken und wie können wir negative Auswirkungen minimieren. Wir sind schon länger dran am Thema Corporate Responsibility allgemein. Das ist auch, die Menschenrechte sind schon seit längerem und eben auch in Konsultationen mit Stakeholdern einer unserer Prioritäten. Als dann diese Leitlinien publiziert wurden im 2011, war das für uns auch die Gelegenheit, mal zu sagen, lass uns mal unser existierendes Engagement mal hinterfragen, lass uns mal einen Schritt zurücktreten, lass uns mal mit einer breiten, mit verschiedenen Institutionen, mit verschiedenen Stakeholdern sprechen und schauen, sind wir eigentlich auf dem richtigen Weg. Und so haben wir dann in Anlehnung an die Leitprinzipien dann unsere Menschenrechtsstrategie entwickelt. Also vielleicht kurz für alle, denen Due Diligence kein Begriff ist, das heißt im Grunde genommen, also Human Rights Due Diligence, menschenrechtliche Sorgfaltspflicht. Genau, und das ist eigentlich das, was von den Leitprinzipien gefordert wird vom Unternehmen. Also dass wir einen Prozess entwickeln, wo wir eben sicherstellen können, dass wir ich erkläre Ihnen gleich ein paar Beispiele, wie wir das machen, aber es geht vor allem darum, dass wir das systematisch angehen, dass wir auch gewisse Menschenrechte nicht weglassen. Also wir haben schon ein längeres Engagement im Kinderschutz, in Arbeitsrechten, aber es gibt eben, wie erwähnt, noch andere Rechte, die vielleicht verletzt werden durch den Tourismus, dass wir die auch nicht so nebenbei weglassen. Da, also ich werde nicht auf den Prozess eingehen, weil wir haben heute sprechen von den Beschwerdemechanismen. Das war nur, um zu erklären, dass, und das ist, denke ich, das ist ganz zentral, dass der Beschwerdemechanismus Teil sein muss einer Strategie. Weil sonst können wir Erkenntnisse, die zum Beispiel über den Mechanismus reinkommen, können wir sonst gar nicht in unsere Due Diligence, in unsere Sorgfaltspflicht einfließen lassen, wenn wir nicht so aufgestellt sind, wie wir es eben versuchen zu sein. Jetzt, Sibylle, musst du ein bisschen lauter sprechen, weil wir bekommen jetzt wie immer am Freitagnachmittag ein musikalisches Rahmenprogramm. Was Sie da sehen, ist der sogenannte Kony Code of Conduct. Das sind die ethischen Richtlinien, die alle unsere Mitarbeitenden weltweit unterschreiben. Sie unterschreiben sie nicht nur, sie werden auch darüber geschult. Und wir haben eben auch durch dieses, also das gibt es schon länger, aber durch diese Systematisierung dieses Menschenrechtscommitments haben wir dann auch die Menschenrechte explizit in diesen Kodex aufgenommen. Und Teil dieses Kodex ist eben auch ein Prozess, wo unser Compliance Officer, also der sitzt am Hauptsitz in Zürich, wo der eben beauftragt wird und wo die Mitarbeitenden aufgefordert werden, zu melden, wenn sie etwas erleben, dass sie eben das Gefühl haben, das entspreche nicht dem Kodex. Also das ist eigentlich unser Mechanismus, den Prozess, den wir hinter dem Code of Conduct haben. Das ist, wie erwähnt, das ist auf globaler Ebene, das ist eine interne, unabhängige Stelle, aber natürlich haben wir da auch unsere Schwierigkeit, wirklich alle Mitarbeitenden zu erreichen. Also für einen Mitarbeitenden irgendwo auf der Welt ist der Compliance Officer in Zürich sehr weit weg. Und ich denke, das ist so eine Herausforderung, die wir noch, das müssen wir uns noch genauer anschauen, wie können wir da eben zwar diesen Prozess aufrechterhalten, aber vielleicht den in dem Sinne anpassen, dass wir besser bekannt, also dass dieser Prozess besser bekannt ist und irgendwie auch zugänglich wird für alle Stellen weltweit. Das ist unser Policy Commitment, also das ist so die Grundlage für unsere Arbeit. Das war dann eben, das ist auch das, was von den Leitprinzipien gefragt wird. Das ist nur ein Ausschnitt daraus. Also wir haben das Commitment eben auch zusammen mit verschiedenen Stellen, mit externen Stellen auch erarbeitet, wo wir definiert haben, was sind die Haupt,
Themen in Bezug auf Menschenrechte, die uns als Unternehmen betreffen. Ich denke, was da ganz wichtig ist, ist, dass wir eben dann, dass es diese Management-Ebene eben auch diese Verantwortung, dass diese Verantwortung auch da ist auf der Management-Ebene, dass die auch sich bewusst sind, dass es eben nicht nur um Compliance geht, dass es geht nicht nur darum, die Rechte einzuhalten, es geht auch ein Stück weiter, es geht auch darum, da reinzuschauen, wo wir vielleicht eben nicht direkten Einfluss haben, aber doch irgendwie in Verbindung gesetzt werden mit menschenrechtlichen Auswirkungen. Das ist dann ein anderer Code of Conduct, das ist der Code of Conduct, den wir von all unseren Hotelpartnern unterschreiben lassen. Der enthält verschiedene Themen, also deckt eigentlich alle Nachhaltigkeitsthemen ab. Und da haben wir auch einen Prozess dahinter, wo wir eben alle unsere Geschäftspartner kriegen den und haben unsere Kontaktadresse da. Das ist dann in dem Fall jetzt die Corporate Responsibility at Kony.com Adresse, wo Sie sich melden können, wenn Sie entweder Fragen haben für die Umsetzung, weil es ist, wir fragen viel, also es ist ein sehr langer Code of Conduct und vielleicht brauchen Sie auch Hilfe, brauchen Sie Unterstützung, aber es soll auch die Möglichkeit geben, eben sich zu melden, wenn Sie Sachen beobachten, die aus Ihrer Sicht nicht dem Kodex entsprechen. Da noch kurz als Beispiel, also ebenfalls aufgrund der neuen Strategie und aufgrund dessen, was Leitlinien verlangen, haben wir als ersten Pilot in 2012 in Kenia eine Auswirkungsanalyse gemacht. Wir haben letztes Jahr einen sehr ähnlichen Prozess in Indien durchgeführt. Also wir haben es eigentlich zweimal diesen Prozess durchgemacht, wo wir mit vielen verschiedenen Anspruchsgruppen gesprochen haben vor Ort. Also es geht darum, eben nicht nur mit Mitarbeitenden zu sprechen, sondern auch mit externen Partnern und mit den NGOs vor Ort, mit der Regierung vor Ort, mit internationalen Organisationen, um immer mal herauszufinden, was jetzt ganz spezifisch in einem spezifischen Kontext, in einer Destination, was ist aus deren Sicht eben unsere Auswirkung auf die Menschenrechte. Und was ich da vor allem zeigen möchte, ist, dass wir dann auch uns überlegt haben, ja, und eben, also wir haben dann auch einen Aktionsplan erstellt und haben uns überlegt, ja, was können wir wo machen? Und wir haben die grünen Punkte sind eigentlich diejenigen, wo wir festgestellt haben, da kommen wir alleine nicht weit. Also wir können Arbeitsbedingungen in unserem eigenen Unternehmen, da haben wir noch relativ viel Einfluss, aber sobald Themen sind wie Kinderschutz oder die Auswirkungen auf die lokale Bevölkerung, also die Arbeitsbedingungen bei Hotels, die ja nicht uns gehören, da haben wir schon gemerkt, da kommen wir schon an unsere Grenzen. Und ich denke, da ist es eben, was heute auch schon ein paar Mal erwähnt wurde, da müssen wir mit anderen Organisationen oder auch mit anderen Firmen zusammenarbeiten. Auch ein Grund natürlich, warum wir im Roundtable für Menschenrechte uns engagieren. Und noch eine Erfahrung, also so, dass dieses Impact Assessment an sich gibt uns auf der einen Seite, das sind die Resultate und einen Aktionsplan, aber ich denke, was ganz wichtig ist die Sensibilisierung. Also wir kommen da in das Land und wir nehmen uns die Zeit und wir sprechen mit den Leuten und das sind eigentlich in erster Linie, die Leute haben zum Teil zuerst auch Mühe, überhaupt von ihren Menschenrechten zu sprechen, wenn sie sich gar nicht bewusst sind, was es eigentlich mit Menschenrechten zu tun hat, was wir da fragen. Und ich denke, die Sensibilisierung, die wir da erreichen, sowohl im Unternehmen, aber auch mit den externen Partnern, ich denke, das ist ein sehr wichtiges Element dieser Impact Assessments, die uns dann eben auch helfen, wenn wir mal lokale Beschwerdemechanismen umsetzen wollen. Da haben wir bereits einen Dialog gestartet mit den verschiedenen Organisationen. Wir haben schon einen Überblick, wer macht schon was vor Ort, damit wir eben nicht mit ganz neuen Themen kommen plötzlich. Das sind Beispiele, wo wir eben engagiert sind. Also wir haben in Goa und in Kenia ganz konkret schon eine langjährige Zusammenarbeit mit Kinderschutzorganisationen, die eigentlich vor Ort die Rolle haben, wirklich eine Anlaufstelle für die Kinder zu sein. Einerseits, aber jetzt auch im Beispiel von Goa, hat die Child Rights Goa, die haben dann dadurch, dass sie eben mit der Regierung zusammengearbeitet haben, haben sie eben auch erreicht, dass da eine gewisse Gesetzgebung umgesetzt wird, die Kinder besser schützt. Also da eben auch dieser Dialog mit den verschiedenen Akteuren vor Ort. Und dann natürlich der Code, der wurde heute schon mehrmals erwähnt. Ich denke, was da wichtig ist,
ist es die Meldestelle, das ist nur ein Element des Ganzen. Also wir können nicht eine Meldestelle haben und denken, die Arbeit sei gemacht. Solange die Leute nicht wissen, worum es geht, ist die Meldestelle nicht so. Und der Code, der mit dem Katalog, mit den Kriterien, die wir umsetzen müssen, wo wir schulen müssen, sowohl in den Hotels wie auch in unserem Unternehmen, der Code verlangt von uns, dass wir einen ganzen Prozess auch umsetzen. Und ich denke, das ist ganz wichtig. Und die Meldestelle ist ein sehr wichtiger Teil davon, aber die bringt es auch nur, wenn die Leute darüber wissen. Und Fragen, die gestellt wurden, ganz konkret, was kann ich tun, wenn ich etwas beobachte? Oder was kann im Hotel, das fragen uns die Hotels natürlich, die Mitarbeitenden. Ja, ich kann ja nichts machen, es ist ja nur eine Vermutung, ich habe keine Ahnung, ob da wirklich was passiert. Oder wenn ja, er ist mein Kunde, der Kunde ist König. Also es gibt ganz, ganz viele konkrete Fragen und da müssen wir Unterstützung bieten. Und der Code, der bietet diese Unterstützung. Es gibt sehr gute E-Learning-Tools, die eben auch diese verschiedenen Funktionen spezifisch dann diese Antworten auch gibt oder Tipps gibt, wie man eben mit so einer Situation umgehen kann. Das ist nur kurz ein Beispiel, wie wir es in der Schweiz umgesetzt haben. Also wir haben diesen Flyer, wo vorne steht hinschauen und hinten steht statt wegsehen. Und da ist ein bisschen beschrieben, eben, worum es geht beim Kindersextourismus. Und da ist der Link zur Schweizer Stelle, also stopchildsextourism.ch ist die Schweizer Stelle, ähnlich wie eben in den Niederlanden und in Österreich. Also das verteilen wir an die Kunden. Und natürlich müssen wir da auch schauen, dass unsere Mitarbeitenden, die eben diese Reisen verkaufen, geschult sind, dass sie verstehen, dass sie auch den Mut haben, das anzusprechen. Also das ist gar nicht einfach für die auch. Die sind ja zum Teil, die sagen mir dann, ja, aber wenn der kommt, wenn ich das thematisiere, dann meint er, ich hätte ihn berechtigt. Also es ist für mich einfacher, das da anzusprechen, wo ich ohnehin keinen Verdacht habe oder auch Verdacht habe. Wie soll ich das überhaupt ansprechen? Also es gibt ganz, ganz viele konkrete Herausforderungen, die wir dann eben versuchen zu thematisieren in unserer Gruppe. Das ist auch das Meldeformular und dann bin ich in meinem Präsentation. Danke Sie bitte. Ja, ich wollte jetzt gleich, damit wir die Zeit nutzen, schauen, ob es aus dem Publikum Fragen gibt zu den Beiträgen, sonst habe ich natürlich auch, also bitte. Danke. Sie haben sehr kurz, danke für die Präsentation, die wir jetzt erbieten. Sie haben sehr kurz angesprochen, Rückmeldungen zum Beispiel von Partnern, wie zum Beispiel Reisebüros, die quasi dann am Ende der Kette stehen, quasi das Produkt dann verkaufen. Sie haben gesagt, da waren Probleme damit auch, wie man jetzt auf die Kunden, Kundinnen zugeht, oder? Was haben Sie da vielleicht gemerkt, was Rückmeldungen sind für Ihre Initiativen, so mit der CSA oder mit dem Kultusstandard? Mich interessiert vielleicht auch ein paar Beispiele, wie Sie damit umgehen, mit dieser Hemmschwelle, wie gehe ich damit um, zum Beispiel, wie Sie gesagt haben, den Kunden anzusprechen. Und eine zweite Frage wäre gewesen, die Kosten in dieser ganzen Kampagne. Ja, zum Beispiel, Sie stehen ja an sich auch Konkurrenz mit anderen Google Players. Wie Sie damit umgehen und vielleicht auch als Haushörer ein Vorzeige oder Pionier sind dann für andere. Also die Kosten ist nicht in dem Sinne, ich denke, das ist nicht das größte Problem. Also das sind ja als Unternehmen ist für uns nicht sehr Kosten, also wir können das relativ gut, das ist Teil unserer, wir haben Prozesse intern, um sowas zu drucken, zu produzieren und dann auch entsprechend intern zu verteilen. Das ist nicht in dem Sinne die größte Herausforderung, glaube ich. Also ich denke, viel größere Herausforderung ist es tatsächlich, das Thema überhaupt aufs Parkett zu bringen. Und ich denke, das ist bei uns auch ein langjähriger Prozess gewesen. Und diese Legitimation, dass wir über das Thema überhaupt sprechen dürfen als Unternehmen, dass wir damit nicht irgendwie die Kunden vor den Kopf stoßen. Also ich denke, da gibt es ganz viel mehr, da müssen sich die Leute, seine Kultur, die Leute müssen das verstehen und sie müssen verstehen, warum machen wir es. Und zur ersten Frage, ich denke, was wir immer empfehlen, ist, dass Sie müssen es ja nicht auf die, Sie können, also man kann den Kunden, man kann das so kommunizieren, dass der Kunde Teil wird und uns unterstützt mit dieser Initiative. Also wir sagen dem Kunden eigentlich, schau mal, das ist das, was wir machen, wir haben das unterschrieben, wir engagieren uns dafür, aber alleine können wir das nicht tun, ihr könnt uns helfen. Also es ist so die Kommunikation, die wir wählen. Nicht, du siehst so aus, als ob du da jetzt gerade böse
Intention hast, sondern hey, du gehst dahin, wir sind nicht vor Ort, wir sind nicht die ganze Zeit im Hotel, du bist da, du siehst die Sachen, hilf uns doch dabei. Also ich denke, das ist so die Kommunikation, die wahrscheinlich am besten funktioniert und für unsere Leute auch einfacher ist umzusetzen. In den Hotels ist es dann natürlich schwieriger, weil die dann tatsächlich was beobachten und die sehen was und sind unsicher, was sie tun können. Und da müssen wir auch unsere Mitarbeiter nicht zu einem gewissen Grad schützen. Also wir können nicht von denen verlangen, dass die in jedem Fall die Leute konfrontieren. Und da haben wir deshalb auch, hoffen wir, dass immer mehr Hotels den Code auch unterschreiben, weil wenn das Hotel den Code unterschrieben hat, dann ist es für die Mitarbeiter dann auch einfacher, weil die wissen, mein Management steht dahinter. Und wenn ich mich nicht traue, direkt das anzusprechen, ich kann es mit meinem Management besprechen. Danke. Also was ich ganz spannend finde, ist es gerade in solchen Hotspot-Destinationen, Kambodscha beispielsweise, wo es ja auch wirklich viele europäische Menschen, häufig Männer gibt, die dort leben und Familie gegründet haben, für die es am Anfang, glaube ich, eine sehr leidige Erfahrung war, relativ häufig im Hotel gefragt zu werden, wie das verwandtschaftliche Verhältnis zu dem Kind ist. Aber eigentlich ist die Rückmeldung, dass die tatsächlich in der Situation sind, gefragt zu werden, weil sie Kinder haben, die aussehen, als ob sie von vor Ort sind und sie von woanders kommen, sehr positiv darauf reagieren, wenn sie wahrnehmen, hey, da engagiert sich jemand, um Kinder zu schützen und auch mein Kind zu schützen, was ja auch in diese Situation reinkommen kann. Also ich denke, da ist einfach ganz viel Sensibilisierungsarbeit auch beim Hotelpersonal notwendig, um dieses Vertrauen zu haben, wie die tatsächlich betroffen sind, angesprochen zu werden, die reagieren, die nehmen das positiv wahr und dieses Engagement halt wirklich als positiv und den Touristen, den Kunden auch halt wirklich als Partner zu gewinnen in diesem Kampf, legitimierten Kampf, und das zeigen uns ja alle Umfragen in der Bevölkerung, in der Schutz von Kindern ist eines der allerzentralsten Themen, wenn es um gesellschaftliche Verantwortung im Tourismus geht. Menschen wollen, dass Kinder geschützt werden, von daher kann man das, glaube ich, durchaus positiv besetzen, das Thema. Can you confirm from the perspective of the coach? I would also say that the companies often underestimate what the public thinks of this. Mm-hmm. So they have a much more negative attitude towards how the public or the consumer perceives this than the reality. We are since 1996 on a fair like this in the Netherlands, and then we see that travelers, they want companies to do something, because when they see it and they see that nothing is happening, that is much more disturbing for them than the other way around. They more and more also expect the company they travel with that they take action for this, that this is not happening at the destination, because they paid a lot of money to go there and they simply don't want to be confronted with this problem also. So it's also even an economic interest of companies to do something about this. And especially if a company has invested a lot of money in creating this image of a destination, and that a simple act of one tourist, his whole reputation is out of the window. So in that sense, there is some. But I agree that for people working in hotels, it's absolutely crucial that the management tells them, also look at your own intuition. If you don't trust it, come to me. Our policy is that the client is only king as long as we decide that this goes. So we are not allowing any sexual exploitation or other issues in our hotel. Because we want to have a certain quality, and with this quality, exploitation of children cannot be part of it. And we also from the work we've done with Accor, and the people working, they are much more also good to the client that deserve this hospitality. So it's interesting also to see that the personnel feels stronger about
their own brand. So they are proud that their company is acting in this case. So I think this is also important. Ja, das kann ich auch von Aqua Österreich, mit denen wir auch kooperieren, also im Zusammenhang mit dem Kinderschutzkodex, und das ist genau das, was auch vom Management bestätigt wird. Also dass erstens einmal die Unternehmenskultur sich geändert hat oder auch ändern musste, ja, dass der Gast nicht immer und also per se König ist, sondern nur insofern er oder sie also sich an die Regeln und an die Standards hält. Bitte schön. Eine Frage an Frau Baumgartner. Was sind aus Ihrer Sicht als Unternehmen die wichtigsten Gelingfaktoren oder Voraussetzungen, dass in einem Unternehmen so eine vertiefende Auseinandersetzung mit diesen Prozessen, mit Menschenrechten stattfinden kann? Und wie schätzen Sie das ein? Also, oder wie optimistisch sind Sie für all diese Unternehmen, die da unten sind, dass das auch gelingen kann? Also ich denke, was ich vorher schon mal kurz erwähnt habe, ist sicher, dass das Commitment muss aus einem gewissen gerade da sein. Also auch wenn vielleicht das Top-Management nicht viel Zeit dafür aufwendet, das muss sich zurück sein. Und ohne das geht es nicht. Weil sonst hält man sich irgendwo im Hamsterrad und man kommt immer wieder an die Grenzen. Aber wenn, ich denke, wenn das Commitment da ist, dann braucht es eben schon. Und das ist heute noch so, leider, also in Zukunft wird es vielleicht Unternehmen geben, wo es keine spezialisierte Stelle braucht, aber heutzutage, glaube ich, ist es eben noch so, dass es eine spezialisierte Stelle braucht, die diesen sehr komplexen Faktor halt übersetzen kann für das Unternehmen. Wir müssen all das, was wir hören, all das, was die UN und alle anderen schreiben und sagen, das müssen wir irgendwie in ganz einfache Worte übersetzen. Und ich denke, das ist die große Herausforderung. Auch jetzt, wir wollen uns auch dieses Jahr auf interne Schulungen noch mehr konzentrieren. Und dafür können wir nicht, viele existierende Schulungen sind zu akademisch, wir müssen sie übersetzen auf unsere Stellen. Und da finde ich eben die E-Learning von Code ein sehr gutes Beispiel, weil die wirklich so, da wurde überlegt, in welche Funktionen brauche ich was für Funktionen. Und ich denke, das ist eine große Herausforderung für ein Unternehmen, weil so nur kann man es wirklich dann integrieren. Und in jede Funktion überlegen, was muss der Einkäufer wissen über den Code of Conduct, was muss derjenige, der verkauft, wissen, oder diejenige, die verkauft, wissen über CO2 und über Kinderschutz und über andere mögliche Projekte, die wir haben. Was müssen wir wissen, wenn wir Exkursionen einkaufen? Also das sind ganz konkrete Fragen, und diese Konkretisierung, die muss noch stattfinden. Und ganz konkret für verschiedene Gruppen im Unternehmen. Genau. Und zu Ihrer Einschätzung? Wie lange es braucht, bis wir die alle erfasst haben? Also ich denke, etwas, was ich heute gehört habe, wo ich nicht 100% einverstanden bin, ist, dass der Tourismus viel komplizierter ist als andere Sektoren. Also ich habe in verschiedenen Sektoren, mit verschiedenen Sektoren gearbeitet, und es ist manchmal auch etwas eine Ausrede, um nichts zu tun. Also jeder Sektor ist komplex. Jeder Sektor hat eine komplexe Supply Chain, wenn nicht die Supply Chain komplex ist, dann ist das Produkt komplex. Oder, also ich denke, es ist eine Ausrede. Ja, und ich denke, es ist was am Passieren, es geschieht was. Es kommt auch immer mehr in die Gesetzgebung rein, also auch die CSR-Strategie von der EU, die eben verlangt, ja, dass die nationalen Gesetzgebungen den Aktionsplan erstellen und das Reporting obligatorisch machen für die Firmen. Es gibt verschiedene Beispiele, wo man schon das Gefühl hat, es können nicht nur die Unternehmen sein, es muss zusammen mit den Gesetzgebern kommen. Und es kommt auch mit der Kundennachfrage. Also ich bin da schon optimistisch. Ja, also oft hat man den Eindruck, dass besonders sozusagen dieses hochsegmentige Tourismus oder das teure Tourismussegment ist ja dort natürlich viel ansprechbarer. Aber wie kann man es dann wirklich, und gerade ich weiß jetzt, so wie in jetzigen Zeiten wird auch diese Masse an Tourismus, an Touristinnen nicht jetzt immer so viel mehr Geld für ihre Destinationen ausgeben können oder wollen. Und ich glaube, da klafft es halt einfach, also da besteht vielleicht auch die Gefahr, dass das weit auseinander klafft, weil ich meine, Kroni hat wahrscheinlich jetzt als Zielgruppen, ich weiß jetzt nicht genau, kennen zu wenig. Wir haben alles. Ja, also wir haben alles. Und
Und deshalb haben wir auch keine Parallelstrategie. Also man kann nicht nur, also ich glaube, man kann nicht nur auf Zertifikate und auf Labels setzen. Also das ist ganz wichtig, da sind wir auch dran. Aber mit, also wir haben erweitern jetzt zum Beispiel für die große Masse, was sind Tourismus, Hotels, arbeiten vor allem auch mit Travel Life, weil da können sie in einen Prozess kommen, wo sie auch einen Verbesserungsplan erstellen und sich einfach schon zum also das Zertifikat ist dann vielleicht die Motivation, die Motivation. Aber das Ziel ist wirklich, die Hotels auch zu sensibilisieren. Und vieles ist ja auch wirklich, also wenn Hoteliers beginnen, selten machen sie es schon, weil sie überzeugt sind, aber sie wissen nicht, dass sie sich zertifizieren lassen können. Das ist die eine Gruppe. Und dann gibt es diejenigen, die sich vielleicht noch nie groß damit auseinandergesetzt haben oder sehen, ich kann ja Wasser sparen, das bringt mir auch ökonomisch was, oder Strom sparen, oder mit meinen Mitarbeitenden überzeugt sind von meiner Unternehmensphilosophie und sind sie motiviert. Und, also ich denke, da gibt es ganz viele Gründe, warum die Hoteliers sich auch ein Umdenken stattfindet, eben nicht nur bei den Konsumenten, sondern auch bei den Hotelmanagern. Also da geschieht schon was und das ist nicht unbedingt immer mit Kosten verbunden, sondern es ist ein Umdenken, das ist stattfindet. Mit diesen positiven Aussichten, also möchte ich das jetzt mit ein paar Schlusssätzen, wir müssen einfach jetzt einen Schlussstrich ziehen, weil die Zeit fortgeschritten ist. Zuerst ganz herzlichen Dank. Ich nehme das mit, was du gesagt hast, Sibylle, oder das finde ich ganz wichtig. Es ist nicht die Tourismuswirtschaft so viel mehr kompliziert, es gibt viele komplexe Sektoren und ich denke, dass die Menschenrechte an sich, ja, um zu garantieren, dass die gesamte Supply Chain in einer Weise funktioniert, dass Menschenrechte gewährleistet sind, ist eine Herausforderung per se. Was ich noch auch jetzt mitnehme, dass schon die Unterschiede, denke ich, die auch hier ein bisschen zutage getreten sind zwischen den unterschiedlichen Ländern, also dass es braucht eine Struktur, es braucht also nur ein Beschwerdemechanismus allein ist nicht genug, ja, das Ganze ist Teil eines Prozesses. Da sehe ich auch Unterschiede zwischen den vier Ländern, die hier sitzen. Also ich denke, ein nationaler Aktionsplan, wie Theo es geschildert hat, von den Niederlanden, wo diese Teilaspekte eingebunden sind, ist ein wichtiger Schritt, auch sozusagen staatliche und nicht staatliche Verantwortung, unternehmerische Verantwortung unter ein Dach zu bringen. Ich glaube, da braucht es bei uns in Österreich noch ein bisschen mehr, weil es ist gut und wichtig, dass es die Wendestellen gibt, aber die sind sozusagen auf Behörden- oder auf NGO-Ebene. In Österreich gibt es keinen nationalen Aktionsplan gegen sexuelle Ausbeutung von Kindern zum Beispiel. Also da ist sicher bei uns noch ein Stück weit mehr zu tun. Und in Deutschland, glaube ich, ist es ähnlich. Genau, sexuelle Ausbeutung von Kindern gibt es. Ja, nationaler Aktionsplan, Umsetzung von Menschenrechten gibt es meines Wissens also wahrscheinlich nirgends. Außer bei euch, das in den Niederlanden ist etwas in Diskussion, eine nationale Strategie kann man sagen. Und ja, da ist sicher noch ein Stück des Weges zu gehen. Herzlichen Dank. Eine hat jetzt sicher sehr spannend zur Fußball-WM mit Gästen aus Brasilien und aus Frankreich und ja, mit Übersetzung natürlich. Sie brauchen nicht das brasilianische Portugiesisch mächtig sein.